Hey, ich bin's Marco von reisenachatlantis.de und heute möchte ich mit euch über das Preissystem reden, denn das Preissystem illustriert recht klar, wie es ausschaut mit den Anreizen in einer kapitalistischen Gesellschaft oder ich sag mal in einer Gesellschaft, wo freier gehandelt wird oder wo die Interaktionen zwischen den Menschen mehr auf Freiwilligkeit beruhen und vielleicht zu anderen Gesellschaften, wo der Staat eine sehr große Rolle spielt, wie zum Beispiel im Sozialismus oder im Kommunismus, wo man auch kein Preissystem hat oder das Preissystem sehr korrumpiert ist. Ein anderes Beispiel von einer Gesellschaft ist auch der Korporatismus, wo wir so große Konzerne haben, dass auch das Preissystem sehr korrumpiert. Also zum Beispiel unsere heutige Gesellschaft würde ich gar nicht als Kapitalismus bezeichnen, in dem Sinne, wie ich darüber rede, sozusagen dieses auf Freiwilligkeit basierende System oder ein staatenloses Gesellschaft, wie eine staatenlose Gesellschaft funktionieren sollte. Das wär reiner Kapitalismus in gewissem Sinne, so eine staatenlose Gesellschaft, wo alle Interaktionen auf Freiwilligkeit beruhen. Genau, also das Preissystem. Nun, das Preissystem ist ganz interessant. Also es basiert auf der Idee, dass wir eine Währung, Geld, als Austauschmittel benutzen. Diese Währung sollte mehrere Eigenschaften haben. Zum einen sollte es in ausreichenden Mengen vorhanden sein natürlich. Es sollte leicht tragbar sein, es sollte teilbar sein. Und es sollte nicht beliebig produzierbar sein. Ja? Es soll nicht einfach, also zum Beispiel Blätter würden sich nicht eignen, weil es einfach zu viele davon gibt. Sowas wie eine Fabrik wäre zum Beispiel auch so ein Kapital, sozusagen, oder etwas, womit man was machen kann. Oder so ein Baum. Ein Baum kann man auch nicht irgendwie teilen, ohne dass er halt abstirbt. Also man kann das Holz als Zahlungsmittel eventuell nutzen. Aber so ein etwas, was ganz groß ist, ist so vielleicht so ein, vielleicht ein Beispiel wäre vielleicht so ein Riesenstein. Ein großer Stein mit einem Loch drin, den man so schieben kann. Der ist auch nicht teilbar und der lässt sich schlecht transportieren und so weiter und so weiter. Und mit dem Euro zum Beispiel in unserem System ist es so, dass es auch nicht die Kriterien für Geld wirklich erfüllt, weil man es auch beliebig drucken kann und das wird auch gemacht. Das wird beliebig gedruckt, wenn der Staat meint, er braucht noch mehr Geld, dann wird das gedruckt. Und das spüren wir dann anhand der Inflation. Es wird ganz viel Geld gedruckt. Es entsteht eine Inflation, unser Geld ist weniger wert und das ist dann eine sehr versteckte Steuer. Damit kann man als Staat jeden besteuern, ob arm, ob reich. Und für die Armen ist es besonders schlimm, weil die Reichen ganz viele Dinge gegen die Inflation unternehmen können, wie zum Beispiel sich Aktien zu kaufen oder Gold oder was auch immer. Gold ist übrigens eine sehr, sehr gute Währung, ein sehr gutes Zahlungsmittel, weil es alle drei Kriterien erfüllt. Man kann es teilen, man kann es, es ist nicht einfach beliebig herstellbar oder es gibt nicht zu viel davon. Und das Dritte, was Gold auch noch hat, ist, hat einen intrinsischen Wert. Also man benutzt Gold auch in der Industrie, zum Beispiel, ich glaube, in Computern, also nicht nur in Schmuck, sondern auch bei der Herstellung von Chips und so. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall braucht man das auch in der Industrie. Und dann hat es auch einen intrinsischen Wert. Etwas, was der Euro auch nicht hat, ist nur Papier. Oder halt Münzen, deren Wert, sozusagen der Wert des Metalls, ist deutlich weniger. Genau, also das ist sozusagen ein kurzer Exkurs in was Geld überhaupt ist. Und jetzt kommen wir zum Preissystem. Das Preissystem ist sozusagen, wir tauschen Geld aus
Und es basiert darauf, dass ich jetzt, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Bockwurst kaufen will, dann kostet 1,50 dann, und ich kaufe mir die Bockwurst, dann ist mir die Bockwurst mehr wert als der 1,50. Und andersrum für den für denjenigen, der die Bockwurst verkauft, ist die 1,50 mehr wert als die Bockwurst. Win-win. Wir beide machen einen Gewinn im Preissystem, weil ich möchte das von dem anderen mehr haben und der andere möchte mein Geld mehr haben. Und wir beide, aus unserer beiden Perspektive, ist das eine freiwillige Interaktion, wo beide meinen, wir wären besser dran. Und das ist etwas, erstmal, also das klingt so einfach zu sagen, aber es ist, wenn man sich wirklich durch den Kopf geht, ist es so faszinierend, dass man eine Interaktion haben kann, wo beide Parteien glücklich sind, beide Parteien profitieren, beide gehen deshalb auch freiwillig diesen Handel ein. Und wenn wir jetzt zu Systemen oder uns überlegen, wie es auch anders laufen kann, ich kann auch sagen, ich zwinge dem Bockwurstverkäufer mit einer Waffe oder was auch immer, mir die Bockwurst zu geben. Oder der Bockwurstverkäufer, der will keine Bockwürste mehr machen, und dann zwingt er mich, mein Geld zu geben. Raubt mich aus. So, und das ist ein Problem, weil es dann nicht mehr Win-Win ist, es ist Win-Lose. Ja? Der eine macht Gewinn, der eine bekommt etwas und der andere steht doof da. Und das ist wirklich, es klingt alles so einfach, aber das ist ja, wie der Staat funktioniert. Der Staat funktioniert ja so, der sagt, wir kümmern uns nicht darum, was ihr wollt. Wir nehmen einfach, also natürlich, es gibt Demokratie, kann man abstimmen und so weiter, aber wenn jetzt irgendjemand, also das ist so, als wären zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, wer gefressen wird. Natürlich, man kann da die Illusion haben, dass man da irgendwas ändern kann am System, aber seien wir doch mal ehrlich, sozusagen, einmal kann man nichts ändern, außerdem, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo die Mafia ist, und die Mafia ist halt so dominant, können sie mir dann auch sagen, ja, du kannst aber abstimmen, du kannst aber mitmachen bei unserem Mafia-Clan und dann kannst du die Dinge von innen heraus ändern. Und dann werden wir vielleicht nicht mehr so viele Leute mit Beton an Füßen in den Fluss werfen. Hey, das wäre doch ganz toll. Nein, das ist, warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen, da irgendwie mitzumachen? Aber zurück zum Staat. Aber das ist ja eigentlich dasselbe wie die Mafia, dieselben Prinzipien. Nur ein bisschen liberaler vielleicht. Aber selben Prinzipien sozusagen. Wir wollen dein Geld, wir geben dir keinen Service. Im Gegenzug, also wir geben dir generell Services, weil du dann vielleicht produktiver bist, wenn wir dir, wenn wir jetzt irgendwie Krankenkassen haben und Straßen bauen und so, dann haben wir mitgekriegt, du bist produktiver, aber wir machen das nicht so, dass du zahlst und dann beweisen wir dir, dass wir auch tatsächlich gute Serviceleistung haben, sondern wir nehmen einfach das Geld und dann geben wir dir all dieses Zeug, ob du es willst oder nicht. Und die Analogie wäre, wenn der Bockwurstverkäufer sagen würde, ja, ich liefere einfach immer 10 Bockwürste zu dir und dafür stehle ich mir dann immer 100 Euro. Hey, du kannst dich ja nicht beschweren, ich gebe dir Bockwürste. Also kann ich mir das Geld doch auch ruhig nehmen, weil du bekommst doch einen Service von mir. Und das ist aber eigentlich total absurd, ja, und dann kann der Bockwurstverkäufer auch sagen, ja, okay, wir machen das so, wir haben so eine Bockwurstverkäufervereinigung und da kannst du gerne abstimmen. Du kannst gerne abstimmen und dann kannst du für jemanden wählen, der sich dafür einsetzt, dass wir nur noch 90 Euro stehlen und 29 Bockwürste liefern. Die würden sagen, okay, wir nur noch 90 Euro, aber dafür liefern wir nur noch 20 Bockwürste.
Oder 10 oder was auch immer. Also immer, wenn es darum geht, beim Staat zu sparen, dann sparen sie nie da, wo es niemanden stört, sondern wenn die Leute sagen, ja, die Steuern sind so groß, wir wollen nicht so viele Steuern, dann sagen sie meistens so nach dem Motto, ja, okay, wir sparen nicht beim Militär, wir sparen nicht an all den überflüssigen Sachen, sondern wir sparen jetzt an den Schulen. Oh, und dann seht ihr mal, wie euch das gefällt, wenn wir sparen, so als ob die nicht woanders sparen können, wo es erstmal die Leute nicht so trifft oder beziehungsweise es nicht so schwer wäre, davon loszukommen. Gerade wenn so eine Abhängigkeit besteht, an der Staat etwas anbietet und dann verbietet, dass es Wettbewerb gibt, wie zum Beispiel Schulen sozusagen in Deutschland. Der einzige Staat in ganz Europa, in dem es keine Bildungsfreiheit gibt, wo du dein Kind weder homeschoolen noch unschoolen kannst. Und wenn dann der Staat an den Schulen spart, dann ist es so wie so ein Fuck you. Weil so, ja, sparen jetzt deine Schulen, sozusagen deine Kinder werden noch schlechter gebildet, als es überhaupt schon gebildet werden. Aber wir verbieten dir immer noch irgendwie deine Kinder selber zu bilden oder sich selber bilden zu lassen oder Alternativen überhaupt zuzulassen. Genau, also ich komme jetzt schon ganz doll am Thema vorbei vom Geldsystem, aber ich denke, das ist okay. Also generell sozusagen all die ganzen Prinzipien, die dahinter stehen, hinter den Staat sozusagen, wie funktioniert überhaupt der Staat, ja? Einfach dieses ganze System, dass die ganzen Anreize so verdammt seltsam gesetzt sind, dass Dinge existieren, wie das eben erwähnte, sozusagen, dass das einfach nicht zugelassen wird, dass irgendwelche Alternativen zum Staat nicht zugelassen werden. Also es ist echt, wow, also es ist echt so verkehrte Welt. Und wenn man sich dann das Handelssystem anschaut oder das Geldsystem, dann sieht es ganz anders aus. Und da müssen die Leute wirklich zuvorkommen sein, da müssen die wirklich auch zeigen, ja, meine Bockwurst schmeckt auch lecker und so weiter. Weil die wollen wirklich, dass du überzeugt bist von dem Produkt, weil du eine Wahl hast. Du hast eine freiwillige Wahl, diese Bockwurst zu kaufen oder nicht. Und das hast du bei dem ganzen Ding, die der Staat macht, da hast du überhaupt keine Wahl. Da wird einfach was aufgetischt, du musst zahlen und du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt aber zum Wettbewerb. Ich gehe jetzt zu einem anderen Anbieter, der mir dann ein besseres Produkt gibt. Das ist wirklich diese Seltsamkeit am Start, diese Irrsinnigkeit am Start. Und das ist das inhärente Problem am Staat, dass er halt das Monopol hat auf, also das Monopol, Gewaltmonopol und dann natürlich dadurch auch das Monopol auf Schulbildung und auf Straßenbau und auf Krankenkassen, all sowas. Und noch kurz den Punkt zu machen über das Geldsystem, und deswegen ist es auch gut verständlich, eben durch diese ganzen Anreize, wenn du wirklich komplett das Geldsystem abschaffst, wenn du so im Sozialismus bist oder Kommunismus, und dann gibt es da einen 5-Jahres-Plan und dann wird entschieden, ja, was brauchen die Leute, okay, wir machen jetzt das einfach, produzieren das jetzt einfach, weil wir das irgendwie ausgerechnet haben, und dann wird das einfach produziert und die Leute haben nicht die Wahl, mit ihrem Geld zu wählen zu gehen, mit ihrem Geld sozusagen. Das Geld entscheidet, was produziert wird und was nicht. Und dann hat man auch nicht die Flexibilität, die man in einem freien Markt hätte. Im freien Markt geht es oft scheinbar chaotisch umher, aber eigentlich, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, eigentlich sehr geordnet, weil die Leute nämlich immer dahinterher sind, was braucht der Verbraucher? Und dann wird auch mal vor einem Monat auf dem anderen etwas geändert, wenn der Verbraucher das anders haben möchte. Und das hat man in Sozialismus nicht. Und deswegen wurde auch schon, bevor es überhaupt existiert ist oder auch während es existiert wurde, wurde schon auch vorhergesagt von einem Ökonomen namens Ludwig von Mises, dass der Sozialismus nicht funktionieren wird ohne ein Geldsystem. Also ohne ein Geldsystem kann nichts funktionieren, weil einfach nicht dieses Feedback da ist
vom Konsumenten. Und das ist ja dann auch passiert, das ist dann also keine... Überall, wo der Kommunismus probiert wurde, ist er gescheitert. Und das ist auch nicht anders zu erwarten, wenn man eine Gesellschaft hat, die so sehr auf Gewalt basiert und so sehr fern ist von freiwilligen Interaktionen zwischen den Menschen, wo Menschen ins Gefängnis kommen, wenn sie jetzt nicht nach einem Fünfjahresplan produzieren oder... ja, auch in unser System, wo die ins Gefängnis kommen, wenn jetzt sich zum Beispiel Eltern zusammenschließen, um eine Schule zu gründen und oder ihre Kinder nicht zur Schule schicken und sie anders unterrichten, all sowas. Das kann noch nicht gut werden, Leute. Und das sieht man, das sieht man. Das sieht man an unseren Schulen, sieht man, wie schlecht unsere Bildungszustände sind. Das ist... wirklich das eine folgt zwangsläufig aufs andere und das ist eigentlich sehr traurig. Das ist sehr traurig. Okay, ich hoffe, es waren ein paar interessante Ideen für euch dabei. Und lasst euch das mal durch den Kopf gehen, die ganzen Anreize, wie die Gesetze sind und so weiter. Und ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Was ihr dazu denkt und was diese Ideen bei euch auslösen und welche Gedankensprünge ihr dadurch auch bekommt, welche Ideen ihr dadurch bekommt und auch, wo die Ideen eventuell für euch nicht sinnvoll sind und wo ihr vielleicht noch ein paar Einwände habt. Okay, das war's für mich. Ich hoffe, es war hilfreich und bis morgen. Tschüss.